Kommt der Penner? Ah, ja, Alter, du alte Saufnase. Sehe betrunken in meinem Chat. Puh, wir haben das in Sicherheit geschafft. Endlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nehmen Sie fürs Erste dieses Laufwerk. Darauf befinden sich die Ergebnisse meiner letzten Expedition. Ich bin mir sicher, dass der Wirt gut dafür bezahlt wird. Okay. Gezeichneter, wenn Sie unser mobiles Labor besuchen, werden wir Ihnen einen Forschungsanzug geben. Okay. Ja. Nimm den Shit. Ne, der zahlt mich nicht aus. Penner. Wenn du zu unserem mobilen Labor in Yantar kommst. Oh Mann. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach zu, mach zu, mach zu. Sie sind der Einzige, der gehen kann. Das müssen Sie verstehen. Es ist das ist mir scheißegal. Wichtig, allein gehe ich nirgendwo hin. Ich flehe Sie an. Bitte tun Sie es. Wir alle sind davon abhängig. Evening. Danke, Gezeichneter, richtig? Du hast geholfen, unseren Verbündeten Krogloff zu retten. Um dir meine Dankbarkeit auszudrücken, möchte ich dir einen unserer Arbeitsanzüge geben. Der ist sehr nützlich, wenn du weißt schon was. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Wie, du weißt schon was? Isore Labor X16, der Wirt hat mir gesagt, dass du Informationen über die Lage haben müsstest. Wir waren schon immer an Labor X16 interessiert, oder vielmehr an dem Mechanismus, der darin die Emission erzeugt, die direkt auf das Bewusstsein der Leute wirken. Aber ich fürchte, da muss ich dich enttäuschen. Ohne eine spezielle PSI-Rüstung kommst du niemals dahin. Wir wissen, was sonst passiert. Selbst wenn du den Horden von Zombies ausweichen kannst, die den Eingang des Labors besetzen, läufst du Gefahr, einer von ihnen zu werden. Das ist alles sehr ernst. Wir haben ein Abschirmgerät entworfen, das die Emission abhält. Wir müssen jedoch weitere Messungen machen, um die Feinabstimmung vorzunehmen. Wenn du uns dabei hilfst, könnten wir dich vermutlich mit einem voll kalibrierten Prototypen für die Feldforschung ausrüsten. Messung? Wenn du zusammen mit unserem Verbündeten alle notwendigen Messungen durchführen würdest, könnte ich dir einen voll funktionsfähigen Prototypen der Rüstung überlassen. Damit wirst du ziemlich wahrscheinlich ins Labor hineinkommen. In Ordnung. Ausgezeichnet. Sprich mit Krogloff, bla bla bla. Viel wichtiger ist, den Shit hier wieder loswerden. Den Shit loswerden. Munition schnappen. Noch mehr Munition schnappen. Das kann ich erstmal hier liegen lassen. Genauso wie die da. So, hallo. Wow, Gezeichneter. Das war auch höchste Zeit, dass du zu uns durchkommst. Bis dann. Ja, toll. Muss ich erst bestätigen, dass ich das mache, ja? In Ordnung, so machen wir das. Ausgezeichnet. In Ordnung. Das hätte ich noch klicken müssen. Ja.
Ja, gezeichneter Professor hat mich gebeten, einen kleinen Ausflug mit zum Messpunkt zu machen. Jetzt kommen wir zur Sache. Wir sollten sofort aufbrechen. Es wäre nutzlos, alleine dorthin zu gehen. Aber mit dir ist das etwas anderes. Ich denke, wir werden das schnell erlegen können. Achte nur darauf, den Leichen nicht zu nahe zu kommen. Bist du bereit? Ja. Draußen ist es zu gefährlich. Geh du vor. Überprüf das Gebiet um das Labor. Die Monster waren in letzter Zeit ziemlich aktiv. In Ordnung. Problem war gerade, dass er automatisch immer wieder die Waffe weggesteckt hat, wenn ich einen Meter zurückgegangen bin. Das ist das Schöne an der Mission in der Nacht. Man sieht die Zombies sofort, kann sie hinrichten und hat Ruhe. Blitz. Damn Son. Er ist schon tot. Da habla bla bla bla, ja, sagt er. Ladezone. Ja, es könnte mal langsam wieder Tag werden, finde ich auch. Wie viel haben wir's? Wir haben gerade mal 0. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile im Untergrund sein, von daher macht keinen großen Unterschied. Schon wieder weiter gerannt. Der rennt immer weiter. Scheiße! Eruption steht unmittelbar bevor! Los, Gezeichneter! Fang, wir können ihn nicht einfach zurücklassen. Nein. Lass ihn, wir können nichts für ihn tun. In ein paar Minuten kommt die Eruption. Mit ihm schaffen wir es nicht. Nein, Fang. Ich lasse ihn nicht zurück. Aha. Aha. Der alte Sack ist voll geil. Hallo. Aua, ouch. Ah, die deutsche Übersetzung. Ouch. Du lebst? Komm, steh auf. Steh langsam auf. Es ist vorbei. Wir haben das jetzt hinter uns.
Oh Mann. Ja, das war erfolgreich. Hallo. Zu schade, dass Kugloff tot ist. Ja. Es war ziemlich viel los da hinten. Leider kann ihn nicht zurückbringen. Es ist äußerst wichtig, dass du uns die Messdaten bringst. Hast du sie ja hier? In Ordnung. Lass mich den Prototypen justieren. Mika, die Anomalie Gallard kann solche Artefakte unter extrem seltenen physikalischen Bedingungen erzeugen. Das Ergebnis ist ein halb durchsichtiges hartes Objekt, ein seltenes und teures Artefakt. Du hast hervorragende Arbeit geleistet. Wenn die Messungen korrekt sind, sollte dir der Prototyp maximalen Schutz vor der Emission gewähren. Kannst du dich etwas klarer ausdrücken? Stalker, jetzt wirst du in der Lage sein, in das Labor einzudringen. Aber wenn du den Emitter nicht ausschaltest, wirst du nicht lange durchhalten, auch nicht mit dem Schutz vor der Psi-Einwirkung. Wir haben den ungefähren Ort des Emitters ermittelt, irgendwo in der unterirdischen Einrichtung. Ich habe eine Markierung auf deiner Karte gesetzt. Wie kommt man ins Labor hinein? Wo genau befindet sich der Eingang? Wassiljew hat an der Sache mit dem Labor gearbeitet. Vor einer Woche haben er und ein Stalker namens Ghost versucht, dort einzudringen. Ein paar Stunden später haben wir ein starkes Beben gespürt und eine weitere Stunde später haben wir ein Signal von Wassiljew empfangen. Es kam aus den Sümpfen, doch das Signal brach ab. Anscheinend ist Wassiljew gestorben. Versuch, seine Leiche zu finden. Er hatte die genauen Informationen über das Labor bei sich und wie man dort hineingelangt. Vielleicht hat er sogar Informationen darüber, wie man die Quelle der Emission deaktiviert. Ich habe dir alle Daten hochgeladen, die wir darüber haben. Es wäre sehr interessant, einen Blick auf diese Dokumente zu werfen. Du meinst also, dass Wassiljew sie hat? Vielleicht, auf jeden Fall musst du zunächst Wassiljews Leiche finden. Das ist die einzige Chance, genaue Informationen über die Position des Labors zu bekommen. Der Leichnam deines Kollegen, Ghost, müsste sich ebenfalls irgendwo dort befinden. Weißt du, es scheint mir, dass er viel mehr über X16 wusste, als er zugeben wollte. Wenn er irgendwie überlebt haben sollte, naja, das führt natürlich zu nichts, an dieser Hoffnung festzuhalten. In Ordnung, ich werde es versuchen. Kurz was gucken, ob das die war, die hinten rumlag. Ja, das war die, die hinten am Heli rumlag. Ach ja, es ist ja Shadow of Chernobyl, nicht Clear Sky. Hallo Schnork, tschüss. Solche Probleme haben wir nicht.